Nerdbob. Hi Sasha, congratulations. It's been 30 years since a German won here, and it's your first title since you got injured at Roland Garros. How does it feel, and were you expecting it? And another one, with this title you're up to number 9 in the race to Turin, and you have no points to defend until the end of the year. What are your main goals in terms of ranking on, I don't know, tell us. Thank you. It was a lot at once. Obviously a very emotional moment, especially for me being from Hamburg. I think this title means more than just any other title. So yeah, obviously extremely happy. Been coming to this tournament since I was born, basically. And yeah, very emotional moment for me. And I think for my family as well, for my father, for everybody who was there. Very emotional, but also I think emotional because of the last year and a half that I had. So it wasn't easy. But yeah, I mean, obviously I think this title means a lot to everybody. And 9 on the race, that's great. If I'm able to play in Turin, I think that this year there will be incredible achievement. Especially, you know, after the injury I had in the first few months of this year, I wasn't able to play properly, so. I think it would be something that I'll take. Let's put it that way. Any more questions in English? Switch to German. First question here. Sascha, herzlichen Glückwunsch. Hier. Sorry. Du hast uns gestern von der Leere im Kopf berichtet, die Tennisprofis haben. Ja. Das würde mich interessieren, wenn man 10 Sekunden mit dem Kopf im Sand am Netz kniet. Ist da auch Leere im Kopf oder woran hast du gedacht? In meiner Schulzeit, wie glücklich ich bin, dass ich nichts anderes machen muss als einen gelben Ball hinterher laufen. Nee, natürlich sehr, sehr emotional. Dieser Moment, wie schon gesagt, wie ich auf Englisch gerade gesagt habe, in der Heimat, wo alles so ein bisschen angefangen hat, wo alles begonnen hat, dieses Turnier zu gewinnen, bedeutet einfach sehr, sehr viel. Und vor allem, wie schon gesagt, nach den letzten 12, 16 Monaten, die ich gehabt habe, ist es noch mal ein bisschen mehr wert. Gratulation auch von mir. Ich stelle heute mal keine Matthias Stach-Frage, sondern eine David-Siems-Frage. Kannst du den Titel jetzt schon irgendwie so einordnen im Vergleich zu einer Goldmedaille bei Olympia, Masters-Turnier, oder sind das so Einzelkategorien? Und zweite Frage, gibt es schon Partypläne mit Tim und Kevin für heute Abend? Tim wahrscheinlich ist nach Hause gefahren, weil er Familienmensch ist. Kevin ist wahrscheinlich schon sowas von dicht, dass er gar nicht an sein Handy gehen wird. So wie ich ihn kenne, ich weiß ja nicht, was sonst noch so ist bei ihm. Gut, Goldmedaille ist dann doch Goldmedaille. Also klar, dieses Turnier bedeutet mir viel, viel mehr als ein normales 500-Turnier. Dieses Turnier bedeutet mir vielleicht auch sogar mehr als ein Masters-Turnier. Aber eine Goldmedaille ist dann halt doch was anderes, glaube ich. Das Motto hier ist Grand Slam Feeling am roten Baum. Wann gibt es roten Baum Feeling bei einem Grand Slam? Ihr habt euch die Frage sehr überlegt heute. Ne? Also ich habe richtig nachts nochmal nachgedacht, wie könnt ihr mich richtig verwirren. Ich gehe mal davon aus, die Frage ist, wann gewinne ich einen Grand Slam? So, oder? Das ist das nächste Ziel. Ja, klar, das ist das Ziel aber schon seit ein paar Jahren. Also, letztes Jahr war ich sehr, sehr nah dran, finde ich. 2020 war ich sehr nah dran. Wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann mal. Oder dieses Jahr. Danke. Du hast
uns neulich erzählt, dass du deinen Reisepass verloren hast. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass du überhaupt in die USA... Ich habe ihn vorgestern bekommen. Neun. Also ich kann nach Kanada fliegen, zum Glück. Halbfinale bei den French Open, jetzt hier der Titel in Hamburg. Nach der langen, schwierigen Phase Anfang des Jahres, wie viel Prozent des besten Alexander Zverevs sehen wir im Moment wieder? 12. Diese Woche, ohne einen Satz zu verlieren, 500 zu gewinnen, schon okay, glaube ich. Und ich finde, dass ich diese Woche besser gespielt habe als Paris, vom Level her. Klar, in Paris war ich im Halbfinale, aber ich finde, dass ich den Ball besser im Schläger gehabt habe. Ich finde, dass ich aggressiver gespielt habe, vor allem. Und ja, es wird besser. Und hoffentlich kann es die nächsten Wochen auch noch besser werden. Du hast dich vor ein paar Wochen zu Recht darüber geärgert, dass einige gesagt haben, dir fehlt die Weiterentwicklung in den vergangenen 12 Monaten. Wenn du jetzt aber schaust, wo du auf dem Level, wo du jetzt bist, was sind die Dinge, wo du sagst, da kann ich was rauskitzeln, da muss ich was rauskitzeln, da muss ich was draufpacken? Ich glaube, die Fortschritte sieht man schon. Ich glaube, dass ich am Netz viel besser spiele. Ich glaube, dass ich auch teilweise auch Dinge verändert habe von der Grundlinie aus. Aber die Aussage hat mich nicht genervt. Die Aussage war einfach nur ein bisschen dumm, weil die Aussage kam, als ich zurückkam von der 7-monatigen Verletzung und wo ich den Tennisschläger nicht in der Hand hatte. Und da hat man gesagt, ich habe mich nicht weiterentwickelt. Ja, no shit, ich konnte mich nicht bewegen. Es ist schwer, sich weiterzuentwickeln irgendwie auf dem Tennisplatz dann. Aber im Generellen, ich weiß die Dinge, an denen ich arbeiten muss. Ich finde, wie schon gesagt, nochmal im Gegensatz zu Paris, fand ich, dass ich hier extrem viel aggressiver gespielt habe. Ich fand, dass ich von hinten auch heavier gespielt habe und ich glaube auch, dass ich ans Netz besser gegangen bin. Und das sind alles Dinge, an denen ich arbeite, das ist völlig klar. Und ich werde mich weiterentwickeln, darüber braucht man sich keine Sorgen machen. Gibt dir das vielleicht auch schon so ein bisschen Ruhe im Kopf, dass du über deine Foundation auch mit anderen Facetten deiner Persönlichkeit irgendwie an der Öffentlichkeit bist? Ja und nein, weil ich habe die Foundation überhaupt nicht für die Öffentlichkeit gemacht. Also das ist nicht der Grund, um irgendwie jetzt anders dazustehen oder weil ich irgendwie dastehen möchte als jetzt ein guter Mensch oder sonstiges. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, für was ich kämpfe. Ich weiß, was ich mache. Und die Foundation ist für mich dafür da, um Kindern und Menschen zu helfen. Wie schon gesagt, wir nicht alle leben in einem Land wie Deutschland, wo das System gut funktioniert und wo jeder ein normales Leben führen kann. Und dafür kämpfe ich, nicht für die Öffentlichkeit. Also das ist für mich nicht Priorität. Hast du die Möglichkeit oder gönnst du dir das Privileg, das Gefühl, das du jetzt hast, gerade frisch gewonnen zu haben in deiner Heimatstadt, das zu konservieren oder fliegst du heute Abend schon wieder? Nee, ich bleibe. Ich bleibe bis morgen, weil ich habe morgen noch bei dem Herr Amling, bei dem Knochenspezialisten, hier habe ich einen Termin und dann fliege ich morgen Nachmittag nach Hause. Deswegen, ich werde schon meine Zeit heute genießen. Das ist klar für mich und vor allem, ich habe hier Freunde, die ich einmal im Jahr sehe, mehr oder weniger. Und deswegen, ja, ich werde schon meinen Abend genießen. Wann geht's am Mittwoch noch? Am Mittwoch. Vielleicht kannst du es noch einmal auf Deutsch sagen, weil du ja bis zum Jahresende keine Punkte jetzt mehr zu verteidigen hast. Wie die Chance, also siehst du die Chance, ist das das große Ziel, dass du die Top 8 schaffst, dass du nach Turin kommst oder wie planst du? Ja, das ist schon ein Ziel für mich. Ich meine, ich bin 9 jetzt gerade und ich habe die ersten 4 Monate gefühlt nicht das Level gespielt von einem Top 8 Spieler. Ne? Also das ist ganz klar. Deswegen ist das schon ein Ziel für mich, weil ich finde, dass ich erst die letzten paar Monate angefangen habe, so richtig Punkte zu machen und hoffentlich kann ich das so weitermachen auch. Danke. Thank you.
Hamburg European Open.